dieses Let's Play ist nichts für schwache Nerven. Denn die Gameplayerin fährt Autorennen. Und Motorradrennen. Und Bootsrennen. Und Flugrennen. Ich lose ab, ich fluche, ich jubel, ich gewinne. Manchmal bin ich extrem schlecht, manchmal gut. Aber ich habe Spaß dabei. Ich hoffe, ihr auch. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich meine, gut, aber das ist jetzt wieder eine Stufe schlimmer, ne? 290 ist empfohlen. Kann man aber trotzdem was reißen mit 280, wenn er die schon hat. Oh, falsche Seite kann das sein? Ich glaube, wir sollten zur anderen, ne? Also ich bin auf der anderen Seite. Ja, ich habe gedacht, wir müssen links rum, weil du so nee, das sind so Pfeile. Da sind so Pfeile, da muss gucken. Go! Oh, Entschuldigung. Aber ich habe dir einen kleinen Abstoß. Kleinen Anstoß doch von hinten gegeben. Ich wollte nur mal kurz erwähnt haben, ich bin gerade auf Platz 2. Ich möchte das erwähnen, bevor ich es nicht mehr bin. Oh, so wie jetzt. Nein. Bist du auch frei? Ja. Aber ich bin gerade ganz blöd und ein bisschen. Bei Nitro ist alle. Aber du hältst. Ja, bis der mich jetzt gerade wegrammt. Das war so klar. Das war doof von mir. Der Scott ist eh scheiße auf der Strecke, aber Christel. Ja, habe ich schon. Weiß ich nur, wie lange noch? Wir müssen ja 3 Runden oder so, ne? Ja. Hast gedacht, Scott, ne? Ha, ich kann nicht auch wegrammen. Scheiße. Scheiße! Geh wieder raus! Aber die Pfeile, die sind ganz gut, dass man weiß, von welcher Seite er dich überholen will. Ja. Du kannst nur abdrängen und ein bisschen. Aber du hältst dich. Allerdings mit dem Wagen erstmal wirklich warm werden, muss ich gestehen. Scheiße! Ja, der donnert hier durch die Kurve, das ist ekelhaft, echt. Weißt du, der geht überall mit Vollgas durch und ich muss abbremsen. Ja gut, ja, ich fahre jetzt natürlich auch wie eine Sau. Also ich schneide nicht an und nichts im Moment, aber... Ja, aber das ist das Problem, das war hier. Die fahren dann wie auf Schiene und du kommst da so gar nicht um die Ecke rum. Das geht gar nicht, also das passt gar nicht, ne? Und boah, die Sau, die ist gerade voll, obwohl ich Nitro immer wieder angemacht habe, voll abgehauen. Ich sag mal, manche Leute, die dann später die Videos sehen, werden sich wahrscheinlich sagen, oh Gott, wie fährt die denn? Die muss mehr anschneiden. Du musst vom Gas runtergehen in den Kurven. Die ganzen Reifen, die qualmen hier total weg, wenn die mit einem echten Auto fahren würden. Ich bräuchte aber wirklich ein Auto, was Nitro hat dann in dem Moment. Scheiße, wenn du jetzt Zweiter gewesen wärst, hätte ich jetzt gewartet. Jetzt vor mir. Nein, hol uns den ersten Platz! Habe ich, ja, habe ich gemacht. Aber du kommst noch ins Ziel, meine ich, oder? Ja, ja. Ich bin auf der Geraden. Aber ich bin weit hinter ihm, also ich schaffe das nicht mehr, den Einzelnen. Der ist gerade an mir vorbeigefahren. Aber du hast das Rennen beendet. Wenn mich jetzt hier einer... Ich wusste es, der Erste ist voll gegen mein Auto gefahren gerade. Ich habe mich extra quergesetzt, um mal zu gucken. Der Letzte fährt gegen mein Auto, was für Arschlöcher. Ja, die fahren voll in eine Karre rein, da kennen die nichts. Ja, aber ich bin ja durch das Ziel durch. Also, ja. Das Problem ist jetzt nur... Ach, das ist hinter mir. Wieso ist das hinter mir? Muss ich ja einmal komplett die Runde machen, um die Sachen einzusammeln. Ja.
Das zweite, wo ich Dritter geworden bin. Einmal bin ich ja Erster geworden. Ich bin so stolz auf mich. Hat nur drei auf Tage. Auf normal hättest du das Ding gewonnen hier, glaube ich. Also würde ich sagen. Sollen wir das noch auf Ass fahren? Ja. Dann fahr ich dann mal werde ich zwar hinterherfahren, aber... Ja, aber du kannst ja trotzdem versuchen, nicht Letzter zu werden. Das war immer mein Ziel, wo ich ja wusste, dass ich eigentlich nicht mithalten konnte. Betonung liegt ja immer auf Versuchen. Also ich werde es ja, auf jeden Fall versuchen. Ja komm, du bist eben Dritter geworden. Das war doch super. Ich wäre sogar Zweiter geworden, hätte dieser Arsch mich nicht einmal abgedreht. Weil, Entschuldigung. Aua. Ja, du bist ja nicht gefahren. Ich habe gedacht, du warst schneller. Das ist der Scott, der macht... Der, du hast so eine Bremse. Kaputt. Hast du das gerade gesehen? So eine Bremse möchte ich haben, die dann von 0 auf 100... von 100 auf 0. Wo du stehst. Na ja, super. Ja, das ist die gleiche Strecke. Oh, einmal blöd in die Masse rein, ne? Ja. Dann habe ich das Problem, ich kann dann das Auto nicht so schnell wieder kontrollieren. Weil ich finde es immer noch... Also ich denke mal, dass ich wirklich so ein Lenkrad brauchen würde. Ach Mann! Ey, das wäre jetzt meine Chance gewesen, drei Leute zu überholen. Ich knall gegen die Leitplanke, weil ich mit... Weißt du, mit dem Joystick komme ich in dem Sinne nicht so klar. Also Tastatur ist schlimmer, da habe ich die ersten zwei Runden mit ausprobiert, muss ich dazu sagen. Ja, das kannst du vergessen. Also ich glaube, mit Tastatur könnte ich das nicht spielen. Weiß ich nicht, man kann sich an alles gewöhnen wahrscheinlich irgendwo, ne, aber... Also wenn du dir die Videos anguckst, wo ich so scheiße fahre, oder auch teilweise ganz gut, dann musst du mal einen Kommentar drunter schreiben, so nach dem Motto, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, schneller Gas geben kann ich halt nicht in dem Moment. Kommentare kannst du dir sparen mit nicht über den Standstreifen fahren, weil das weiß ich selber, aber ich mach's trotzdem automatisch. Aber naja, was soll ich früher aufs Gas drücken oder Bremse drücken oder sowas vielleicht? Ja, manchmal ist es halt schwierig, dieses. Also hier sind das mit den Punkten, wo man bremst oder so, ne, ist bei dem Spiel komisch, weil manche, also die meisten Rennspiele haben ja irgendwelche Meterangaben vor den Kurven, ne? Und dann kannst du dich ja darauf einschießen, wo du bremsen musst oder wo du vielleicht auch mal später bremsen kannst oder nicht, ne? Das ist hier schwer, weil das gibt's hier nicht. Ne? Auch nie auf den Rennstrecken. Was jetzt? Ich bin aus der einen Kurve rausgeflogen. Jetzt will der andere mich wieder überholen. Fuck! Und ich wollte dir nicht vorbeilassen und bin deswegen auf den Standstreifen. Weißt du, das sind so diese Sachen, wo ich mich drüber ärgere. Weil das meine eigene Dummheit ist in dem Moment. Ich meine, ich fahre unheimlich gerne diese Tourenwagen, muss ich sagen. Das habe ich ja, ja eigentlich ist Gran Turismo ja nur sowas, ne? Ja, da habe ich gar keine anderen Strecken drin gehabt. Ja, was wir hier noch haben, ist halt Alpha, ne? Das sind die Formel 1-Wagen, ne? Ja, die habe ich immer gehasst bei Gran Turismo, weil die waren mir zu schnell. Ja, die sind, ja, also, die gehen, es geht hier auch ab, also mit denen, das ist schon... Scheiß Regen jetzt hier, ey. Drecksau, ich lasse ihn nicht vorbei. Scheiße! Es sei denn, ich fliege aus der Kurve. Mann, ja, das mit dem Regen merke ich gerade voll irgendwie. Ja. Es verlangsamt auch total. Klar soll es realistisch sein, aber ich finde das kacke. Vor allen Dingen, wenn es da mittendrin auf einmal anfängt. Jetzt hat er mich überholt, hat er gesagt. Toll, kurz vorm Ende. Ich wäre immerhin noch Siebter geworden. Ja, du warst die ganze Zeit Siebter. Zwischendurch war ich sogar mal Vierter oder Fünfter. Aber das merkst du hier krass, wenn du hier hinten bist. Ist es schwierig, wenn du dann nicht genug Komm schon! Aber ich hab doch abgeschlossen! Das ist für mich schon mal eine sehr große Verbesserung. Ja. Ja. Oh. Ja. Ich hab ein goldenes Teil gekriegt, oder was? Ja, zwei lila und ein goldenes. Ja, gib das deine hat der Karren, legendär. Ich habe mein erstes legendäres, oder wie? Ich bin jetzt von 192 auf 279 hoch. Oh, das ist viel. Ja.
290. Scheiße. Also das. Ja, aber das könntest trotzdem. Ich kämpfe um den vorletzten Platz. Nein, um den dritten kämpfst du wieder. Das ist dein Ziel. Ja, ich kämpfe um den besten Platz, den ich kriegen kann. Aber. Ja. Ich glaube, hier muss man schon mal. Ja, ich kann irgendwie. Nee, ich kann nicht anders. Ich muss hier stehen bleiben. Ihr wollt mich nicht weiterlassen. Aber der braucht unheimlich lang, bis er startet. Scheiße. Boah. Okay. Also mit Kurvenlage hat es nicht so. Ich liebe es, an Oldtimern wie diesem rumzuschrauben. Ich hasse es. Weißt du warum? Keine nervigen Computer. Nur ich und die Maschine. Nie nachvollziehen, aber mit Computern kann auch alles einfacher gemacht. Achso, du hörst den Text, glaube ich, gar nicht, oder? Doch, ich habe das auch gehört. Fuck. Oh Mann, ey. Ich hoffe, du glaubst nicht, dass es einfach wird, nur weil das hier ein Oldtimer ist. Es gibt keine Servolenkung, darauf solltest du vorbereitet sein. Denn um diese wundervolle kleine Bestie unter Kontrolle zu halten, musst du alles geben, was du hast. Nee, das gab's damals nicht sowas. Ja, aber kann man ja nachträglich einbauen. Nee, darfst du nicht bei den Autos. Alte Liebe rostet nicht. 100 Kilometer, scheiße, bin ich gegen Leitwerk. 100 Kilometer mit Oldtimern. Ich weiß, ich soll nicht lesen, was da steht, aber dann weiß ich ja nicht, was ich für Errungenschaften gemacht habe. Es gibt einen Grund, warum die Leute solche Rennen lieben. Nur Können und Stahl. Kein Schnickschnack. Ich glaube ja. Also mit den Hobbys habe ich noch nicht so. Aber ich habe schon viele Punkte drin. Aber Hannes meint ja, das ist ja seit einer Woche oder so, ne? Ja, es ist neu jetzt. Weil das sagte mir jetzt auch nichts. Also damals, meine ich, war viel weniger drin, als ich das mal gemacht habe. Ja, das haben sie dazu gemacht. Das ist neu. Also gemacht, ne? Ich habe ein paar tausend Follower nur gehabt, ne? Wirklich viel gespielt habe ich nicht, weil ich kam irgendwie mit dem Ganzen nicht so richtig klar. Und dann hast du so lange gebraucht, um mit irgendwas hochzukommen, weil du halt alleine spielst und immer hinterherfährst. Und dann habe ich wahrscheinlich damals gesagt, ne, das ist scheiße, das mein ich. Aber Dirt so, was es mich betrifft, sind das die wahren Rennen. Und alles andere ist nur Beiwerk. Da habe ich aber leider nur den ersten. Es ist auf einfache Weise elegant. Keine Tricks, keine ich will Gimmicks. Auch gerne einen zweiten haben. Hier ist ja zeigt noch sich Angebot, der wahre genau. Rennfahrer. Diesen Monat geht's gar nicht. Und es gibt ja auch vier schon und wir haben jetzt fünf angekündigt. Es gibt schon vier. Drei habe ich gesehen. Nein, vier, dort vier gibt es noch. Und du musst aufpassen, es gibt dann Dirt Rally, das ist das richtige, die richtige Rennsportsimulation, ne? Ja, da habe ich beide geholt, glaube ich. Also ich habe zwei ja, Dirt. Die ist schwierig. Also Dirt Rally selber auch nicht. Wenn das nur Dirt heißt, ist das mehr so ein bisschen Arcade. Ja, ich habe beides. Also sah von den Videos her beides gut aus. Dann halt dieses, was ich dir geschrieben hatte. Och Mann, ich bin 91%, lass mich doch wenigstens zum Ziel. 8 Sekunden, oje. Ja, hier sind überall Kurven, das dauert jetzt. Naja, dann wird knapp. 96! Mann, ich hab die gerade noch gesehen! Ihr seid so aber, Arschlöcher, ehrlich. Aber das wird auf Dings schwierig. Ja, auf Dings auf Ass wird das schwierig, nehme ich. Aber ich ach, das war noch gar nicht Ass. Nee. Das käme ich jetzt. Denke, sowas nennt man einen vollen Erfolg. Nicht nur dein Abschneiden, auch das Rennen. Wenn du willst, kann ich es gleich umschneiden. Mein Affe, das ist doch ein Platz. Ey, die verarscht dich hier ohne Gleichen. Das war ein voller Erfolg. Nicht nur mein Abschneiden, auch mein Rennen. Weißt du, ich bin Letzter geworden. Scheiße, ich habe vergessen, dass ich meine Dings verbessern konnte. Deine Teile? Ja, jetzt laufe ich denen ja sowieso hinterher. Fuck. Ja, mal gucken, ob ich es überhaupt gewinnen kann. Weil das Astrennen ist mit denen ganz schön tricky. Aber die machen doch alle direkt zum Nitro, oder? Ich liebe es, an Oldtimern halt wie diesem rumzuschrauben. Weißt du warum? Keine nervigen Computer. Nur ich und die Maschine.
Ich meine, solange die noch vor mir fahren, kann ich ja so in etwa mal, aua, in etwa mal gucken, wie die fahren. Mann! Und die Linie halt. Es war Dana, die ihn verwirrt hat. Sexy Dana. Ich hoffe, du glaubst nicht, dass es einfach wird, nur weil das hier ein Oldtimer ist. Es gibt keine Servolenkung, darauf solltest du vorbereitet sein. Denn um diese wundervolle kleine Bestie unter Kontrolle zu halten, musst du alles geben, was du hast. Das ist nicht wundervoll, das ist ein Mercedes. Eines der ekelhaftesten Automarken, die man haben kann. Ich hasse Mercedes. Ich würde alles lieber nehmen, ich würde sogar lieber Porsche fahren als Mercedes. Und das heißt schon was, weil ich mag keine Porsche. Nee, von der Optik her, die sind so... Es gibt einen Grund, warum die Leute solche Rennen lieben. Irgendwie. Nur Können und Stahl, kein Schnickschnack. Weiß ja, ich stehe total auf Muskelkraft. Muskel, genau. Muskelkraft. Ich wollte eigentlich sagen, ich stehe total auf deine Muskeln. Ach so. Das passt ja. Das passt zum Auto. Ein Muskelauto. Ich bin gerade noch vorgefahren. Was hast du gesagt mit dem Auto? Das passt zum Auto, oder ein Muskelauto. Ja, ich habe ja keins, wo ich gerade mitfahre. Ich darf hier. Ich muss mir aber echt mal einen Oldtimer kaufen. Gerade wenn wir da die Rennen fahren. Aber es gibt hier den. Soweit es mich betrifft, dass die Wagen den Fastback, den Mustang als Wohnwagen, den wollte ich mir eigentlich holen. Es ist der sah nämlich geil aus. Der war dann natürlich mit Spoiler und sah etwas anders aus wie sonst. Hier zeigt sich der wahre Rennfahrer. Der kostet doch gar nicht so viel, glaube ich. Ja, ich will jetzt nicht als erstes einen Oldtimer holen, weil ich will halt nicht einen Oldtimer-Rennen fahren. Es, ne? War kein Oldtimer, es war ja ein Massaker. Also ein neuerer, also aktuell mit 400 PS oder mit 400 km/h. Nein, weil ich gesagt habe, dass ich mir auch mal einen Oldtimer holen muss davor. Darauf bezogen. Ja. Aber der war für Speed Racing, glaube ich, ne? Was gehört? Nee, es gab auch welche für hier, für Touring-Car. Gibt's auch welche. So. Ja, das meine ich ja, den Mustang da. Muss mal gucken, was der kostet. Ich meine, aber ich hab's Rennen, glaube ich, gesehen. Das, ja, hier ist die Ziellinie. Hier. Aber ich bin... Team. Nee, bin doch nicht. Guck mal, mein, das ist der Mustang als Touring Car Edition. Wenn du mein Auto siehst. Ich muss erstmal hinkommen, der ist so lahmarschig. Halt! Du sollst nach rechts gucken. Das sieht auf jeden Fall schick aus. Ja, ne? Ja, ich kann nicht gleichzeitig meine... Ja, fahr mal. Ich kann nicht gleichzeitig meine... Nee, ich kann nicht mehr fahren. Ich bin festgehakt schon. Ich bin auf meinem Startplatz. Seiner ist rechts daneben. Dann fahr ich erst erster. Tschüss. Ja, fahr mal. Tschüss. Die haben mich einfach angehalten. Die Schweine. Mal gucken, ob der auch gut ist auf der Strecke. Ich weiß es nicht. Ich hab den jetzt einfach mal genommen. Ich kenne die Strecke gar nicht. Ich werde trotzdem... Du willst hier gewinnen? Oh, ich weiß nicht, aber... Ach, das ist diese Kackstrecke. Aber ich fahr richtig hinterher. Du bist Zweiter. Moment, ja. Das ist mein Platz. Genau, das ist mein Platz. Ich komme hier aber nicht durch. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, wie die Strecke... Jetzt hat der Sack mich überholt. Nein. Ich hab das nur... Ja. Ich habe hier mal so ein schönes Höhegefühl gehabt gerade. Ich habe zwei abgedrängt, alles lief wunderbar. Abgedrängt? Ja. Ah, ich kann nicht bremsen mit dem. Wieso? Jeff, ich kenne dich von DBD. Ich werde dich nie wieder retten, wenn du mich überholst. Also wenn du mich nicht durchlässt. Nein, jetzt kommen die anderen von links oder was? Willst du mich verarschen? Weg da. Oh, fuck. Fuck! Das war ein Fehler. Ich box mich durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Nutzt
die komplette Strecke gerade. Nein! Ich fahre hier überall zu schnell, weil... auf Ast fahren sollte. Wir müssen los. Ne, ich meine mit dem Auto. Also klar. So. Aber das war die Scheißstrecke, wo der Scott eigentlich immer... Ach, der ist ja auch Zweiter. Der will mich nämlich gerade kriegen. Nee, der Jeff ist... Ah, nee, doch nicht. Der ist Scott. Nein, du Arschloch! Den erwischt man hier nicht. Der ist dann weg auf einmal. Auf Ast war richtig ab. Oh, Scheiße. Ich hab mich gedreht. Du hast Clarence eine Danke große Portion Demut beigebracht. Oh nein! Oh, jetzt hab ich so weggeworfen. Da draußen zuschaut, fiebert mit mir mit. Fünfte, yay. Das ist irgendwie blöd, weil das ist natürlich eine zeitversetzte Aufnahme, aber... ich brauche die Unterstützung, die ich noch kriegen könnte. Oh komm, Milton, bau einen Unfall. Du, nicht ich. Nein! Ich hab doch gesagt, eher nicht ich! Fahr! Ja, ich bin noch Dritter! Hä? Nee, Fünfter. Nee, Fünfter. Warst du die ganze Zeit aber nicht? Nein! Mir stand gerade Dritter. Oder der Dritte fuhr vor mir. Ich weiß es gerade jetzt nicht. Ja, das, wenn das, genau das. Aber dann bin ich. Wieso bin ich dann. Bin ich dann Fünfter? Ich will eine Wiederholung sehen.